Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von diesem Kuschelhaufen. Hallo. Warum bist du so K.O.? Ich werde belästigt. Du wirst belästigt, ja. Von Happy vor allem? Ja, natürlich von Happy. So, ich leg mal die Kiste. Mittendrin statt nur dabei, so. Oh, ich bin so müde. Was hast du schon wieder gemacht, Schatz? Ich habe im Nebengebäude gearbeitet. Ja. Weißt du doch. Ja, ich weiß das. Die da wissen das also aber die noch nicht. Die wissen das nicht. Die wissen das Nein, nicht. Nein, ich bin nicht kaputt. Ich bin immer noch am Badezimmer dran. Oh, das ist gut. Oh. Also fangen wir mal mit dieser Woche an. Wir sind heute Donnerstag. Das sollte erstmal gesagt werden. So, genau. Viel besser. Viel besser. Ich habe meine Brille irgendwie verlegt. Ist mir vorhin aufgefallen. Ach, die wird sich schon. Ja, ach, ich glaube, sie liegt auf der Werkbank. Das, wo sie auch hingehört. Okay, da, wo sie hingehört, finde ich nicht so. Doch, aber ich gehe mit der runter, dann ziehe ich sie dort aus, damit ich nicht damit in der Baustelle arbeite. Okay. So, deswegen sage ich, löblich, deswegen gehört sie dorthin. Da gehört so. Sie hin, ja. Aber als ich hochkomme, wollte ich nur noch duschen gehen, Leute. Du siehst auch richtig kaputt aus. Boah, das ist ganz kleine Äuglein. Ich fühle mich auch gerade so. Ich habe so irgendwie nur Pudding überall. Ja. Also egal, fangen wir von hinten an. Heute ist Freitag, heute Morgen ein bisschen chillig. Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag, nochmal von vorne. Boah, es geht gar nichts gerade, ne? Ist egal. Heute ist Donnerstag. Und ihr wisst ja, Donnerstag und Freitag sind ja jetzt mittlerweile die neuen Tage, wo es dann ins Nebengebäude geht. Und ja, heute Morgen habe ich dann noch meinen Gaming-Kanal finalisiert. Jetzt müssen dann die ersten Aufnahmen jetzt gemacht werden. Das heißt, ich kann euch immer noch nichts zeigen. Vielleicht schaffe ich es morgen, eine Aufnahme zu machen oder zwei. Ja. Dann zeige ich es morgen oder übermorgen. Dann seht ihr es noch in diesem Vlog, wenn nicht, dann nächste Woche. Jetzt kommt es auch auf ein paar Tage nicht mehr. Absolut nicht. Aber ich will es halt nicht zeigen, nicht, dass jetzt irgendjemand hier mal Namen klaut oder keine Ahnung was, sondern ich würde es einfach nur vermeiden, dass irgendeiner vielleicht trotzdem auf diese Idee kommt. Oder die E-Mail-Adresse liegt oder keine Ahnung was, sich klaut. Egal. Was auch immer. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall ist das noch meins. So. Entschuldigung. Vollkommen recht. Siehst du, ich bin schon wieder zu langweilig. Nein, bist du gar nicht. Ja, aber gut, dann war ich heute im Nebengebäude danach und hab dann erstmal wieder mit einer Wand angefangen und habe dann irgendwie eine Stunde gebaut, bis ich das ganze Gewebe da mal raus hatte. Sauerei. Also an der Wand, wo wir auch dann letzte Woche bei mir noch gearbeitet haben. Das ist wirklich, also dieser Raum, das ist echt bisher der kleinste Raum, der gemacht werden muss, aber das ist der schlimmste überhaupt, weil die da keine Ahnung was alles verbaut haben. Ja, pass mal auf. Dann habe ich da angefangen, ne, dass mit dem Schlaghammer das Gewebe loszumachen, das funktioniert einigermaßen gut, dann kann man das auch rausziehen und dann im unteren Teil dachte ich so, okay, dann mache ich das auch noch und dann ist mir aufgefallen, dass die im Endeffekt den Boden, wie soll ich sagen, also hier ist der Boden da und die Mauern stehen ja normalerweise immer so, keine Ahnung, drauf. Aber hier ist es halt so, dass sie mit dem Putz und mit dieser Isolierung dann an dem Boden vorbeigefahren sind, bis auf den Boden. Das ist aber auch ein Grund, warum sie das gemacht haben. Und da muss ich kurz wechseln und der Aufbau vom Boden ist ja ungefähr so, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter. Dann sage ich, okay, dann putze ich jetzt mal hier alles und dann fange ich mal an, den Boden abzutragen. Ja, weil da halt einfach drei... Ja, Moment. Dann habe ich angefangen, erste Schicht Fliesen. Die weißen, die dort waren. Da drunter waren rote Fliesen. Dann habe ich die noch weggemacht. Dann kamen grüne Fliesen. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Und die Fliesen, die grünen, da haben so eine Schüttung drunter gemacht, die waren so dick, also richtig so 5, 6 cm mit dem Ding. Und da drunter waren ja die Gummimatten, wo ich dachte, was welche sind. Nee, das hatte ich mittlerweile rausgestellt, das ist irgendwie so ein Gemisch als aus Teer, gemischt mit Styropor und irgend so ein Granulat. Ist in der Form relativ kompakt, aber kannte ich so gar nicht. Und ich bin mir sicher, da muss auch noch Sondermüll ist das bestimmt noch. Und das muss noch, keine Ahnung, ganz speziell entsorgt werden. Ja, ja 100 Pro. Da müssen wir uns dann mal wieder schlau machen, wenn es soweit ist. Aber erstmal kann das da einfach liegen bleiben. Ja, und da unten drunter war dann noch irgendwie so eine Schicht Papier. Nee, so Plastik drunter, für das die Feuchtigkeit nicht nach oben zieht. Aber witzigerweise, da unten in diesem Bereich, wo halt diese Platten lagen und halt die Folie, da war so viel Feuchtigkeit. Also das ist richtig, man sieht so richtig die Armierung wieder vom Fundament und die ist komplett gerostet. Das ist alles feucht. Jetzt lasse ich es mal austrocknen in der Hoffnung, dass es geht und dass wir es dann nachher von oben versiegeln können, weil das Fundament nehme ich nicht raus. Ja, dann mache ich mir eine Teerpappe drauf, für das dann zu isolieren, damit das dann halt sauber voneinander getrennt wird. Aber erstmal soll sie jetzt mal austrocknen. Vielleicht haben wir ja Glück und es zieht nicht weiter Feuchtigkeit hoch, sondern
Es war ja ein Wasserschaden in dem Gebäude, dass das, ja, das Wasser ist, was nach ist. Unten gegangen ist und dort halt nie wieder ausgetrocknet ist durch diese Mega-Isolierung, alles drum und dran. Das kann natürlich sein, ja, das stimmt. Aber Fakt des Tages, die Isolierung ist immer noch an der Wand. Und ich habe nicht mal eine einzige Wand geschafft. Und ich war 4 Stunden in der Baustelle, wie ein Trottel. Nur und eimerweise rausgeschleppt, ey, mein Swimmingpool da draußen. Ja, unser Bauschuttpool wächst. Der muss größer gemacht werden. Ich bin am überlegen, ob ich die eine Dings wieder nach außen schiebe, damit ich noch mehr reinkriege. Ach, das macht keinen Spaß. Dieser Raum, der macht mich fertig. Der ist echt richtig fies, auf jeden Fall. Kommst du auch noch in die Runde? Ja, das kommst du auch noch ein Videokuschi? So schnell hat man Pommes gemacht. Ist ja kein Hexenwerk. So, Friteursatzsache bereits angemacht. Die muss jetzt auf 130 Grad aufheizen. Und dann darf man diese schöne Menge da an Pommes, die hier drunter liegt, erstmal 10 Minuten in die Fritteuse. Ne? Aber nicht zu viel. Das dauert ein bisschen. Das wird bestimmt so eine Dreiviertelstunde dauern, bis alles durch ist. Dreiviertelstunde, Herr Schmidt, bei 10 Minuten pro Ration kriegst du niemals eine Dreiviertelstunde hin. Es geht gar nichts mehr. Naja, egal. Wir machen eine Dreiviertelstunde. Und dann kann die erste Portion dann, also was heißt die erste, dann, nachdem dann alle durch sind, jeweils 10 Minuten, kann die Fritteuse auf 180 Grad hochgeheizt werden. 170 bitte. Oh, ey, ganz schlimm. Und dann nochmal 4 Minuten und dann sind das die geilsten Pommes der Welt. Ich schwöre euch. Kann ich bestätigen. Ich gebe euch gern einen zu probieren. So, digital, so. Mausi, was machst du? Hm? Duffy. Und eins. Und zwei. Okay, wir gehen jetzt mal einfach mal Leckerli. Sie haben es ja gerade erst gegessen, aber... Wie denn dein Name? Bist du hier? Was willst du denn? So was? Guckt mal. Ist das nicht schön? Das kommt aus dem Plotter. Da haben wir selbst da drauf geklebt. Und die, glaube ich, schon mal gesehen. Ist egal, jetzt sehen sie es nochmal. Es kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu. Ah, Juffi. Wolltest du? Wie ging am Namen? Da kommen wir hier. Ja, komm, wir gucken mal. So. Also, du bist der Große. Sitz. Pat. Na, erstmal die normale Pfote. Nein, Pfote. Nein, Pfote. Anna Pat. Fein. So, einmal Zähne waschen für dich. Und Happy kriegt die andere. Aber die soll sie doch nicht kriegen, weil sie davon kotzen geht, ne? Pass auf, das ist für Happy, aber die teilen mal jetzt in zwei, weil die Kleine, das ist irgendwie zu viel für sie, die mag das nicht. Ob das jetzt so eine gute Idee ist mit der Schere, ich weiß nicht, ich probier's mal. Ich breche es einfach, wenn es geht. Ach, geht auch nicht. Ah, es läuft wieder. Rohe Gewalt hilft immer. So, Happy, na komm ein bisschen dahin. So, sitz, pat, fein. Fein, gönn dir mal eine Runde. Hier einmal Leckerlis. Und hier ist auch Katzenfutter drin. Warum auch immer. Ah, ihr seht das nicht so. Katzenfutter. Hier gibt auch Fütchen. Seht ihr? Hallo Leute, das Hirn hat den Chat verlassen. Ja, definitiv. Keine Ahnung, warum ich euch so einen Blödsinn wieder zeige. Aber ich finde das gerade irgendwie als notwendig. Wir müssen noch was reparieren. Ja, in der Müdigkeit. Ja, und zwar haben wir ein kleines Problemchen. Und zwar, wenn wir unsere wunderschönen Lichter anmachen, die darf ja nicht angehen. Tja, die funktioniert aber. Das ist das Bimetall, was hier oben drin ist. Das muss ein bisschen rausgebogen werden. Das bedeutet, jetzt gehen wir uns einen Elektroschraubenzieher holen, schalten den Strom aus und biegen doch schnell mal raus, damit das hier mal auch die glüht. Weil, ist ja blöd, ne, wenn das nicht glüht. Was denkst du? Finde ich eine gute Sache. Ja, ne? Ja. Hier, ich gebe dich mal ab und bin mich gleich wieder da. Okay. Dann dürft ihr mir jetzt also hier noch ein bisschen beim Arbeiten zugucken, wie ich gerade schon das Video für Sonntag weiter fertig mache. Das muss nämlich zur Freigabe raus. Da bin ich dann immer natürlich ein bisschen früher dran, wenn das halt Kooperationen sind natürlich. Ja, was kann ich euch denn sonst noch erzählen? Der Sommer macht gerade Pause, finden wir nicht so cool. Aber ab morgen soll es wieder schön werden, werdet ihr vielleicht im Vlog noch sehen. Also gucken wir mal, ne? Ich hoffe. Weil jetzt, Abkühlung war geil, aber jetzt kann langsam wieder Sommer, ne?
Wir haben ganz klassisch über das Wetter geredet. Ist das nicht toll, Schatz? Bist du stolz auf mich? Ja, hast du ganz toll gemacht. So, ich bin dann wieder da. Wir drehen das mal wieder nach oben. So. Ja, mach das. So, seht das so? Komm, wir gucken mal, wenn wir die jetzt mal loshängen. Wo kommt die hin? Wir können es hier machen. Das geht auch. Das ist ein Elektrokurs hier, ne? Also nicht dran, denkt dran, Leute. Strom abschalten, wenn ihr sowas macht, ne? So. Pass mal auf. Das wäre der Licht, hoffentlich. Oder es macht jetzt Puff. Didi, jetzt haben wir es repariert. So schnell geht das. Also Leute, das ist nicht immer die Glühbirne, die kaputt ist. Sondern die Kamera. Ich habe euch aufgefangen. Ich habe mein Bestes gegeben. Was für Neigungswinkel. Okay, mach dann mal weniger. So, jetzt hängen wir dich wieder zurück. So schnell ist das gemacht, obwohl man müde ist. Ja, was kostet so eine blöde Birne? Ich glaube, die waren die so da, die 15, 18? 18 Euro, ja, ne? Glaube ich, so um den Dreh. Die waren recht teuer. Ja. Ja. Also ich hoffe nur, dass die genauso lange halten, wie sie auch schön sind und teuer waren. Das wäre nämlich gut. Ich glaube, die hier, die waren so 14, oder? Ja, das kommt hin. Ja, die hier, die war schweineteuer, ne? Ja. Das, was die gekostet hat? 25, 26? Ne, die hat, glaube ich, 35. 35 gekostet. Ja. Ah, die hier war die für 25. Ja. Also, ich finde die irgendwie mega geil, weil seht ihr, Leute? Wir sehen uns. Ah, so. Yeah. Welcome to the world. Hier dreht sich alles um die Ecke. Happy, hast du dein Dings jetzt gegessen? Hilfst du ihm? Du wie? Hast du ihm geholfen? Was hast du denn da schon wieder? Sie kämpft, ne, Duffy. Sollen wir ihr das klauen? Ne, sie kämpft. Ach, sie kriegt das schon hin. Du willst noch mal Nam Nam? Willst du noch ein Nam Nam? Du hast gerade von Mama ein Nam Nam gekriegt. Du hast von mir Leckerli gekriegt. Und du willst noch? Naja. Ne. Gut, ich geh jetzt mal gucken, was die Friteuse sagt. Und dann, vielleicht können wir die erste Runde reinmachen. Aber das mache ich jetzt alleine so. In meiner kleinen Welt. Mein Kosmos. For me. So, Schnuffel. Ja? Was sagt dein Hunger? Der ist immer noch da. Immer noch, der ist größer geworden, ne? Ist größer geworden. Ja, aber die Pommes sind jetzt fertig. Yes. Also du bastelst jetzt noch schnell einen Salat zusammen. Und willst du mal kurz erzählen, was du machst? Ja, ich habe hier so ein Romana-Köpfchen, der muss weg. Der fängt schon an zu gammeln. Und den mischen wir mit ein bisschen Chinakohl. Ja, finde ich cool. Und mache ich einfach ganz normal Blattsalat dazu. Schön, finde ich sehr lecker. Und ich koche jetzt die Merguez. Das heißt kochen. Braten. Kochen würde ich nicht so geil finden. Ja, ich auch nicht. Ich brate die. Ja. Gut, ich stelle euch hin und dann darfst du hier gruseln. Schaut euch das an, sieht das nicht jod aus. Vor allem so Pommes und Salat im Kombi ist sowas Leckeres, ne? Ja, Salat-Pommes. Salat-Pommes, mega geil. Best ever. Ja, auf jeden Fall werden wir es jetzt uns schmecken lassen. Mega, sieht auch gut, passt ja. Und noch sind wir nicht so weit, dass ihr uns beim Mampfen zugucken müsst, ne? Ganz so schlimm ist es noch nicht, oder? Zwischendurch mal, aber nicht immer. Nicht immer. Und schon gar nicht heute. Nee, wir sind dann da mal alleine, ne? Ja. Happy Freitag, Leute! Wir sitzen schon wieder auf dem Sofa. Haben wir uns seit gestern hier wegbewegt? Nein. Nein. Wir waren einfach hier übernachtet. Ganz so ist es dann doch nicht. Wir starten und gehen jetzt raus in den Garten. Ja, aber erstmal das noch die coole Aktion von mir von heute Morgen erzählen. Was habe ich denn heute gebracht? Was du heute gebracht hast? Ich sag nur ein Frühstück. Du hast schon mehrere Aktionen gebracht. Was habe ich denn alles gemacht? Du bringst immer irgendwelche Aktionen. Aber komm, heute Morgen habe ich eine richtig gute gehabt. Achso, du meinst die, ich gehe zum Kühlschrank, ja, will irgendwas rausholen und stelle fest, im Kühlschrank finde ich keine Teller und Besteck. Wer kennt's? Nicht so, so viele. Dann habe ich auf jeden Fall jetzt vorhin noch mal kurz am Sonntagsvideo was nachbearbeitet, weil ich irgendwie, Sarah war wieder dumm, egal. Nein, das hat nichts mit Dummheit zu tun. Wenn die Technik gut ist, aber der Anwender Scheiße baut, ne, dann kann auch die Technik nichts dafür. Ja, aber man muss es ja auch erstmal wissen, ja, damit man es falsch machen kann. Richtig. Ich hatte das Mikrofon falsch rum.
Und deswegen war die Sound. Nee, ich wusste es nicht. Die Soundqualität war halt nicht so geil, irgendwie von einem Voice-Over. Und ich war so, hä, das Mikrofon kann doch mehr. Das ist doch nicht die Quali. Und deswegen habe ich das dann jetzt eben nochmal schnell eingesprochen, nochmal neu. Und es speichert gerade wiederum raus. Also auf ein neues. Was machen wir jetzt? Gehen wir in den Garten, habe ich schon gesagt. Und was machen wir da? Ich bin auf jeden Fall noch mega müde. Ja. Ich habe irgendwie gar keine Lust heute. Ja. Es muss aber. Aber es ist ja schon Freitag und die Sonne kommt ein bisschen aber raus. Der Tag kam mich so richtig in die Pötten. Das finde ich voll schön. Wir machen den Gähn-Vlog. Das ist der Gähn-Vlog, genau. Immer wenn wir die Kamera anmachen, fangen wir an zu gähnen. Was sagt uns das? Nee, wir haben ja da noch ein paar Tomaten stehen. Das seht ihr jetzt, glaube ich, nicht. Da stehen sie. Da. Ey, das sind noch ein bisschen mehr, was sind zwei Tomaten. Ja, und Gurken und Mangold, ne? Richtig. Genau. Und weil das wieder so Kämpferpflanzen sind, werden die belohnt und werden jetzt noch eingepflanzt. Ja, das wollen wir machen. Dürfen. Ja, genau. Ich habe eine Zucchini abgesäbelt beim Unkraut machen. Unkraut machen, danke. Aber sie wächst wieder an. Sie ist wieder an. Jetzt zwei Tage ist sie jetzt dran. Sie ist jetzt am zweiten Tag und die Blätter gehen wieder nach oben. Also schafft es nochmal. Das wäre mal geil, wenn wir Menschen einfach zack wegsäbeln und wächst da einfach wieder nach. Das wäre. Praktisch, ne? Ja, nun gut. Also wir gehen jetzt mal raus, pflanzen es mal ein. Ihr dürft im Zeitraffer wieder zugucken und wir machen noch ein bisschen Unkraut, ne? Ja? Ja. Auf geht's! Leute, ein erfolgreicher Mittag, ja, würde ich behaupten. Okay. Ne? Die Löcher sind immer gleich geblieben. Löcher sind noch am Tisch. Die sind nicht mehr geworden. Also habe ich nicht genug gearbeitet. So, wir zeigen euch mal kurz die Situation. Also wir haben jetzt die wunderschönen Tomatis stehen. Wir haben festgestellt, da war noch eine Party-Tomate und eine Cherry Yellow dabei. Die stehen jetzt hier. Das ist auf jeden Fall schon mal hervorragend. Ja, gell? Genau. Und dann werden wir hier Schnüre von oben runterhängen lassen, weil ich kann mit den Stäben nicht arbeiten, weil die Töpfe nicht tief genug sind. Ja. Aber Schnüren sind sowieso besser. Ja. Weil dann können wir sie legen, wenn genau. sie dann irgendwann größer sind. Richtig. Wenn sie das nur weit schaffen. Ja, hier. Ja. Ah, ja, genau. Das habt ihr, glaube ich, gar nicht. Da war dann nicht so schnell. Er hat hier noch ein Mangold reingesetzt. Zwei? Ja, ich wollte sie nicht trennen. Ach so, ja. Und hier steht noch eine Gurke. Ja. Eine Mini-Gurke. Ja. Aber wir sind wirklich begeistert von diesem Beet. Vor allem diese Kombi mit dem Lavendel und der gelben Akelei sieht halt super schön aus. So, dann ja. Gucken wir mal, was wir hinten noch geschafft haben. Also ja, hier das Bäumchen, da haben wir so ein bisschen freigelegt. Und dann haben wir natürlich ja hier gut gewütet. Daniel hat der Weide einen kleinen Topfschnitt verpasst. Und einen Tunnel. Sieht irgendwie witzig aus, dass es da an der Seite länger ist. Ja. Aber ist egal, ist trotzdem schön. Ich finde es okay. Ich finde es auch okay. Weil wenn wir aus dem Büro rausgucken, da gucken wir direkt ins Grüne. Ja, genau. Das ist so unser Vorhang quasi. Ja. Seht ihr? Das ist unser Naturvorhang. Ja, und hier haben wir halt gut gerupft. Ne? Ich habe jetzt auch mal die Ranunkeln und das alles da mal rausgenommen. Das hat jetzt da genug gewütet. Aber guck dir mal den Lavendel an. Der Lavendel ist wirklich wunderschön. Boah, das waren so kleine Köpfe letztes Jahr, ne? Ja, ja. Also die Idee ist halt wirklich, dass der so schön buschig wird, dass es halt hier alles voll mit Lavendel ist, was auch so leicht über die Treppe drüber hängt. Ich glaube, wir nähern uns. In ein, zwei Jahren haben wir es ja, soweit, ja. Genau. Nee, ist wirklich schön jetzt. Man könnte jetzt so einen Anfängerfehler machen und noch ganz viel dazwischen pflanzen, damit es buschiger wird und schneller voll ist. Aber das bringt ja nichts. Das bringt nichts. Man muss einfach bei manchen Dingen Geduld haben. Und würde haben. Dann wieder anfangen, sie auszupflanzen. Ne? Ja, richtig, richtig. Ja. Und unser hier wild. Ja, das wilde Beet hier, das wächst auch. Das hier wächst wild. Jetzt irgendwas Neues, was lila blüht. Ja. Ist wunderbar. Das kann so bleiben. Ja, der Raps vielleicht hat schneiden ausgerapst. Wir das. Ja, der hat sich ausgerapst, genau.
Der macht auch Samenkapseln, ne? Ich weiß nicht, ob wir die, wollen wir die lassen? Okay. Ja, das kann doch wieder alles dort ausschütten. Dann machen wir nichts, ja nichts zu machen. Na gut, das ist wahr. Ja, ist in Ordnung. Ja, genau, wir müssen es vielleicht ein bisschen irgendwie... Muss nach innen geschoben werden. Ja, genau. Aber es wird. An allen Stellen. Und jetzt wollen wir was Schönes machen. Erzähl mal. Jetzt gehen wir die allerersten Himbeeren probieren. Taste-Test. Im letzten Vlog haben wir es erwähnt, ne? Ja, da haben wir es. Ich habe es auf Instagram gezeigt auch. Auf Instagram, das war jetzt vor ein paar Tagen. Ja, vor ein paar Tagen. Aber jetzt ist die zweite rot geworden und Sarah darf ja die erste probieren. Also wir kriegen die zweite. Also gehen wir jetzt mal gucken, ob die gut sind. So machen wir das. Jetzt gehen wir mal hoch und gucken mal, ob das was wird. Was da so los ist. Komm, Matt. Komm, Baby, gehst du Matt? Oh, es riecht einfach überall so richtig schön nach Sommer, ne? Ja, es riecht blütig. Genau, nach Blüten. Das habe ich euch auch noch gar nicht richtig gezeigt. Daniel hat wunderschön die Kartoffeln gehäufelt. Und hier unsere Salätjes. Aber es wird jetzt Tomätjes, ne? Ja, die haben sich irgendwie hier, siehst du, zwischen den Tomaten habe ich irgendwie vergessen zu machen. Ist nicht schlimm. Ich weiß nicht warum. Naja. Aber sie haben sich echt gut gefangen, dafür, dass sie so einen schweren Start hatten. Ja, muss ich auch sagen. Gefangen richtig gut. Hier ist schon Platz fürs Wintergemüse. Hier ist eigentlich nahezu nichts angekommen, was wir gesetzt haben. Aber hey, so what? Seh sie schon. Ui. Aber meinst du, die sind schon gut? Wollen wir die nicht noch ein bisschen dran lassen? Wir probieren ja nur eine. Okay. Also ich glaube, die zwei, die sind gut. Das ist auf jeden Fall die, am längsten hängt. Okay. Das ist deine. Alles klar. Oh doch, die ist gut, wenn die schon so losgeht. Ja doch. So, Achtung. Du darfst probieren. Komm rein damit. Oh, doch. Oh, sind die geil. Und Träumchen. Oh, sind die lecker. Also nochmal, glaubst du, sie sind gut? Wir gucken, das steht irgendwo noch eine. Die sind extrem gut. Oh, ich hab, da hast du schon eine gesehen. Sind die lecker. Oh, großartig. Falls es irgendwer wissen möchte, die Sorte heißt Heritage. Hier. Ist eigentlich eine Spätsorte. Zu spät, ist sie sehr früh. So, jetzt hast du zwei gekriegt. Mehr gibt's nicht. Lecker. Wir können auch Johannisbeeren naschen. Ich glaube, Leute, wir werden von den Obststräuchern fast nichts richtig in dem Sinne ernten, weil wir es vorher alles weggesnackt haben. Ja, das ist doch das Schönste daran. Das stimmt. Ja, hast du recht. Mehr braucht man doch nicht. Nee, mehr braucht man auch nicht. Und vor allem, das ist das. Halt mal die Kamera fest. Ich will nicht zu stark ziehen, weil nachher. Vor allem, es ist erst das erste Jahr, ne? Ja, natürlich. Ja, guckt euch mal den Rhabarber an. Das ist ein mega Biest geworden. Ja, auf jeden Fall. Der wird hier nächstes Jahr auf jeden Fall genascht. Hast du es? Wird's was? Ja, hier sind schon ganz viele voll gut. Ja, lass noch ein paar dran. Guck hier. Nimm. Johannisbeeren sind Daniels Lieblinge, deswegen. Krieg ich auch. Das, du kriegst aber. Nein, du kriegst mehr. Es sind deine. Ja, aber du hast nur drei. Da nee. Sind noch dran. Okay. Sauer macht lustig, ne? Aber findest du nicht, dass, obwohl sie warm hier stehen, es fühlt sich irgendwie kühl an? Sind voll gut. Wirklich richtig gut. Ah ja, und wir hatten letztens schon eine Snackgurke weggesnackt. Das haben wir ganz heimlich gemacht, ohne Kamera. Ja. Ja, ganz heimlich ohne Kamera. Aber sonst kommt noch nicht so wirklich was, ne? Geht, ne? Ja. Guck, hier der Basilikum wächst langsam. Den kann man schon gut erkennen. Ja, den kann man tatsächlich erkennen. Also hier sollte normal was, das ist Fenchel. Nee, das ist Dill. Entschuldigung, Dill, du hast recht. Ja, das ist Rucola? Kresse? Ist das Kresse oder Rucola? Ich weiß nicht, für mich sieht das eher aus wie Rucola. Ich weiß nicht, wir haben es halt nicht beschriftet. Ich muss hier mal und hier sollten auch noch Sachen sein. Aber ich glaube, da kommt Petersilie. Ja, es sind zweimal Petersilie. Einmal Kräuselpetersilie und normale Petersilie. Muss hier noch ein bisschen zwischendrin Unkraut machen. Ja, ich weiß halt nicht, was so richtig Unkraut ist und was nicht. Gut, dass das definitiv Unkraut. Ja, ja. Ne? Aber es ist halt ein bisschen schwierig. Jetzt erkennt man hier den Petersilie, die erkennt man ja. Blödsinn, den Basilikum erkennt man richtig gut. Ja. Das ist gar kein Ding. Oh, geh mal mit den Finger durch. Und dann riechst du mal dran. Boah, Wahnsinn. Geil, ne? Boah, der riecht echt intensiv. Der ist mega intens. Nice. Ja. Ja, ist halt schade, dass hier tatsächlich von all den Sachen, die wir direkt ins Freiland geerntet haben. Oh, du scheiß Ding da. Das war eine Bremse. Oh. So, die ist jetzt mal weniger. Die kann jetzt mal woanders bremsen. Ja, also ich finde es wirklich schade, dass hier wirklich gar nichts angekommen ist. Aber so ist das mal. Hey Bi, ist warm, ne? Komm schnell mit. Ja, wir gehen jetzt mal wieder. Ja, komm. So, happy. Guck, da sind die ersten zwei Mädchen dran, ne? Ja, ich weiß. Hier auch, glaube ich, habe ich irgendwo eine gesehen. Moment, lass mal gucken. Da ist sie. Guck mal. Da. Süß. Eine Mikrotomätsche. Ach, ich finde es schön. Das ist schön, wenn es wächst.
Das ist zwar immer viel Arbeit, aber es wird. Und die Salatköpfchen hier. Ja, die sehen super. Die sehen mega gut aus. Gut, da ist noch ein bisschen Unkraut dazwischen, aber das darf ruhig wachsen. Der Salat wird das auf jeden Fall ohne Problem verdrängen. Also, ja. Hier, halt du mal fest. Ich geh mal gucken, ob ich da tatsächlich noch eine Gurke finde. Ja, geh mal gucken. Da findet man hier tatsächlich noch irgendwas. Und die hier, nee, die ist abgefallen. Die war nicht befruchtet. Die ist noch zu klein. Es ist tatsächlich sonst noch, noch keine dran. Also sie ist schon dran, aber sie sind zu klein. Ja. So, das war auf jeden Fall der kleine Gartenrundgang. Ist schon wieder da, ne? Nein, die ist nicht mehr da, bevor Daniel eine Bremse leicht genervt hat. Du musst da drauf hauen. Ja, ich traue mich das aber nicht. Bleibst jetzt hinter der fliegenden Tür. Ja, die haut wenigstens drauf. Okay, Leute. Yeah, so, ich gebe dir die jetzt mit auf die Reise. Mit der traust du dir drauf zu hauen, ne? Ja, mit der hau ich drauf. Wo aber nicht hier? Mit der blanken Hand. Das ist egal. Das mag ich nicht. Ich kann das nicht. Scheißegal. Wenn was kommt, drauf hauen. Ja, die pieksen. Das ist gut. Das tut mega weh. Ja. Also, es geht so, ne? Aber es hinterlässt so ein fettes Bubbel. Ja. Mag ich nicht. Okay. Aber wir waren ja eh eigentlich durch mit dem Gartenrundgang, ne? Ja, wir sind fertig im Vlog. Ciao. Die Frau ist weggelaufen. Wir gehen sie mal suchen. Schnubi! Heiße. Hallo. Ich fange hier an und du bist weg. Ja. So, tschüss. Wollen wir nicht darüber? Doch, hast du Schlüssel schon? Nein. Nein? Ja, deswegen nehme ich den mal mit. Oh, guck mal, die GoPro kriegt das nicht hin. Geh mal aufsperren. So, ja. Welcome to the jungle im Innenhof. Ja. Hier sieht es irgendwie immer schlimmer aus. Und ja, hier, Leute. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es noch gar nicht gezeigt, ne? Die da mal, die hast du noch. Die haben wir noch gar nicht gezeigt. Also hier sind so ein bisschen Styropor von den Wänden aus dem Badezimmer. Also von dort, wenn wir jetzt gleich mal rübergehen. Und hier sind die anderen Platten, die auf dem Boden lagen. Nicht anfassen. Ne? Ne, die sind mit Teer getränkt. Also ich würde sie nur mit Handschuhen anfassen oder so. Die sind halt enorm leicht. Ist so irgendwie ein Gemisch zwischen irgendeinem ganz leichten Stein. Könnte ich das mal an? Ich weiß gar nicht, was das hier für Dinger sind. Moment, machen wir mal so, dann seht ihr das besser. Da ist irgendwie so ein ganz kleiner poröser Stein drin und auch so wie Styropor im Endeffekt. Und das Ganze ist irgendwie mit Teer getränkt. Ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat. Ist ganz komisch. Also ich freue mich schon auf die Entsorgungskosten. Ah, die Weide, die sieht so gut aus. Hier mit ihrem kleinen Spenselchen. Ja. Es ist mal ein Tunnel. Also, der sieht noch nicht gut aus, aber der wird sich über die nächsten Jahre formen. Das ist so. Ja. Ja, das braucht ein bisschen. So, dann schwer mal das Paradies auf. Ja. Weil, ne, man kann ja nicht nur behaupten, dass man hier was macht, man muss ja auch mal was machen. Also, wir wollten ja gerade ins Nebengebäude gehen. Mit euch. Wir waren im Nebengebäude. Ihr aber nicht. Die Kamera nicht, ne? Ja, die war auch da. Ja. Die Kamera wollte nur irgendwie nicht mehr aufnehmen. Keine Ahnung, ich glaube, die Speicherkarte ist wieder ein bisschen hinfällig. Und hättet ihr die Aufnahmen gesehen, hättet ihr gewusst, dass wir uns Eis holen waren. Und das waren wir gerade. Und deswegen nasche ich jetzt Eis. Aber wir werden jetzt wieder, sobald Sarah da fertig ist. Ja, Sarah macht gerade Spülmaschine, weil Sarah war heute schon noch faul. Ja, und dann gehen wir mal rüber. Ja, machen wir zwischendurch. Moment. Ich packe mein schönes Eis auf. Mach mal dieses AMRS oder wie das heißt. ASMR. Genau. Und wenn ich weiß, was es ist, ist nicht schlimm. Mit dem Mat? Na komm. So, also, die zweite. Also, Sarah nahm den Schlüssel und hier gingen wir ja vorhin auch schon durch. Das kennt er ja noch hoffentlich, ne? Ja, hoffen, das hatten wir. Ich glaube, genau an dieser Stelle ungefähr muss die Kamera versagt haben. So, und dann nochmal willkommen und wir betreten diesen Raum. Und hier sieht es jetzt so aus. Ich liebe es, so eine Unordnung zu haben. Natürlich nicht, aber sie ist halt da. Wow. Mhm. Wir haben Strom. Cool, ne? Super so, cool. Ihr seht Fundament. Ihr seht Fundament. Yay. Ich habe den ganzen Aufbau raus. Finde ich auch sehr gut. Aber man sieht hier so richtig die Feuchtigkeit, die noch hier drin ist. Vorhin habe ich euch das auch schon gezeigt. Und da haben wir dieses kleine Stück hier abgebrochen. Also von dort. Aber jetzt zeige ich es einfach mal. Da seht ihr, das ist alles rotzfaul irgendwie. Ich gehe mal davon aus, dass das Fundament aber soweit alles hält. Ich hoffe jetzt nur, dass die ganze Feuchtigkeit rausgeht. Hier sieht man es doch ziemlich gut. Da hinten. Man merkt auch, wenn man den Raum betritt,
hier ist eine Feuchtigkeit drin, ne? Ja, ja, das merkt man auf jeden Fall. Das merkt man sehr krass, obwohl das ein Raum im Raum ist, der nach oben offen ist. Aber wir geben ihm jetzt mal ein paar Tage und dann hoffen wir einfach, dass es komplett austrocknet. Ja, ich glaube, ich würde dem mal eher einen Monat geben und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Und hier seht ihr auch der Abfluss, wie der hier reinkommt. Und ja, unter die Mauer können wir ja auch gucken. Seht ihr da, ne? Und ja, wollte den Boden aber erst entfernen, nachdem ich diese Platten hier runter habe. Das seht ihr ja, mittlerweile bin ich ein bisschen vorwärts gekommen. Das Gewebe da ist komplett runter. Hier ist es schon aufgebrochen, weil ich muss immer erst den Putz aufbrechen, damit ich das Gewebe runterziehen kann. Und hier unten dachte ich mir dann, irgendwas ist hier faul. Und da seht ihr diesen Streifen, der noch nicht gemacht ist. Das war halt, so hoch war halt der Boden, ne? Muss man sich mal bedenken. Bis hier auf die Kante, die man dort sieht. Seht ihr die? So, so hoch war der Boden. Das ist einfach unfassbar. Das sind einfach mal 30 cm. Ja, das sind 30, da, ja, doch, vom Boden. Das sind 30 cm, bis hier auf die Kante. So hoch war der Aufbau. Mal geil, ne? Mhm. Ja, und hier ist noch ein bisschen so Teerpappe drin. Naja, müssen wir gucken, ob wir die Feuchtigkeit rauskriegen. Wenn nicht, müssen wir hier den ganzen Boden auch mit Teerpappe bekleben. Damit die Feuchtigkeit nicht hochsteigt. Aber hier ist gar nichts. Hier steigt nirgendwo Feuchtigkeit hoch. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und es wird so langsam. Styropor ist wieder schön getrennt von allem, ne? Das hat er ja vorhin gesehen, das liegt ja alles dort und ich trenne das auch alles sehr gerne, weil ne, sonst sind hier alle nicht mehr so glücklich heutzutage. Mausi! FOMO? Hat die FOMO gehabt? Bist du Eis? Ja, das vergesst. Einmal abschlappen. Ja, das reicht aber, ne? Oh, ja, das ist lecker. Das ist heute ein bisschen wählerisch. Wir wollten heute das Frühstück nicht haben. Ja, ja. Ja, das ist der aktuelle Zustand. Das waren, ich glaube, 3,5 Stunden Arbeit, ne? Mhm. Für das Kinkerlitzen dort. Für 4 Quadratmeter. Das ist Wahnsinn, das ist einfach übertrieben. Aber ja, dieser Raum, der nimmt so viel Arbeitszeit weg wie das ganze Gebäude hier. Fast, ja. Ja, ist aber so. Das ist so richtig brutal krass. Aber es wird. Eine Arbeit, die mir natürlich auch nicht so viel Spaß macht, machen wird, sind die Balken sauber machen. Ich spreche nur von sauber machen, weil da hängt ja überall noch so Rattenkot drauf und so. Und, nee. Das ist ein bisschen ekelhaft. Aber egal, dann heißt es mit dem Staubsauger drüber, so abbürsten, bevor dann. Ich hoffe, ihr seht das. Da sind überall noch so kleine Stöckchen da. Seht ihr da? Plätzchen. Plätzchen, genau. Die müssen auch alle rausgezogen werden, die ganzen Nägel, bevor ich das Ganze dann satinieren kann. Also mit der Satiniermaschine. Ist natürlich noch viel Arbeit. Aber ich denke mal, wenn wir den Dreck von oben runter haben, dann wird es ziemlich schnell gehen. Dann wird es zügig gehen, ja. Mhm. Komm, wir crossen die Finger mal, dass mal in 3 Wochen. Ah, das wird nicht gehen, das ist zu krass. Weil die müssen ja noch lasiert werden. In einem Monat. Dann haben wir den Dachboden drauf. Das wäre geil. Ja, aber dann ist hier alles fertig, ne, Leute? Ne? Der ganze Putz ist runter, hier ist der Rest noch wieder geschliffen. Das Gebäude da ist fertig, also dann ist hier alles fertig. Ne? Höchstwahrscheinlich sogar schon noch die Schlitze gemacht, weil. Es macht keinen Sinn, den Boden zu legen, wenn die Schlitze nicht gemacht sind, weil sonst bleibe ich ja in der Decke hängen. Und das wäre ein bisschen blöd, weil die Kabel werden, ein Großteil wird nach oben gezogen und dann oben über den Dachboden und dann wieder an der richtigen Stelle dann wieder runter. Weil ja, hier kommt ja ein Licht hin, hier soll ein Licht hin und dann irgendwann mal hier noch ein Licht hin. Aber ob es jetzt 3 werden, 4 werden oder nur 1, ich weiß noch nicht 100%, du auch noch nicht. Muss mal gucken, wie es so ergibt. Das werden wir dann noch planen, ja. Ja, ich habe da so eine grobe Idee im Kopf, aber man muss es auch wirklich auf Papier zeichnen, damit man sieht, ob es überhaupt funktioniert, weil sich vorstellen geht immer einfach, aber ohne Plan, kein Plan, ne? Okay, finde ich gut. Okay, so, jetzt wir essen Eis und wir gucken mal, was wir noch so heute machen. Also für euch geht es gleich weiter, aber dann ist höchstwahrscheinlich Samstag, weil ich werde jetzt das Ding hier schneiden und gucken, an wie vielen Stellen überhaupt noch weitere misslungen gefällt sind, weil diese Speicherkarte defekt ist. Ah, Moment! Eine Sache haben wir noch. Und zwar, Bruno, am Montag kam ja die Schelle, ich hab's ja noch gar nicht erwähnt. Hab die Schelle rangemacht, angemacht, lief wie eine 1, direkt nicht mehr geraucht, ist klar. Er hat dann wieder vernünftig Luft gezogen und die wurde wieder vernünftig gekühlt. Hab dann ins Nachbardorf eine Testfahrt gemacht und auch noch den Berg auf der Seite wieder hoch, wo wir ja dann runtergerollt. Wo wir dann vorher das letzte Mal runtergerollt ja, sind. Aber ja, ich dachte mir dann einfach, komm, wenn wir stehen bleiben, dann wieder auf dem Berg, dann kann man wieder zurückrollen. Muss ja sein, ne? Das geht ja nicht anders. Ja. Ja. Aber er kommt trotzdem jetzt mal in die Inspektion und in die Werkstatt. Ja, nur weil er jetzt läuft, heißt es nicht, dass er nicht irgendwie noch eine Macke hat. Und deswegen kommt er in die Werkstatt, in welche wissen wir immer noch nicht. Aber er fährt jetzt mal für 1-2 Mal noch rumzufahren, ist okay. Aber danach muss der Kerl in die Werkstatt. Und Davy, was machst du, Mausi? Mausi!
machen wir es wieder? Hm? Erkundungstour. Hoppala. Geht's auch mit? Oh, guck mal hier. Das ist nur Dreck. Meins, ja. Meins. Und dann ist die Kiste wieder ready für die nächsten Jahre. Weil er war zwar nicht gerade teuer, aber geschenkt war er trotzdem nicht. Und er kann ruhig noch 100.000 Kilometer machen. Ja, wir wollen ihn ja auch fahren. Ja, genau. So Leute, es ist Samstag. Der Sommer ist zurück und deswegen machen Daniel und ich eine kleine Poolparty, haben wir uns gedacht. Die dient allerdings eher erstmal dazu, den verstopften Abfluss zu reparieren. Also der Kercher ist jetzt so mehr oder minder ein bisschen repariert. Das hat nicht schon 100%. Da gibt es nicht mehr oder weniger. Ist nicht repariert. Sagen wir mal so, es kommt nicht mehr ganz so viel Wasser raus wie noch zuvor durch den Riss, aber egal. Und Daniel versucht jetzt halt hier, ist dieser Abfluss auf der Terrasse. Wir haben das schon festgestellt, dass es letztens so stark geregnet hat, dass hier irgendwo eine Verstopfung ist. Und da hatte er ja auch extra hier dieses, dieses Adapterteil da gekauft für den Hochdruckreiniger. Ja, so ein Rohrreiniger-Ding. Aber wenn halt der Hochdruckreiniger defekt ist, ist das natürlich schwierig. Jetzt versuchen wir das halt hier ein bisschen anders. Möchtest du erklären, was du versuchst dort zu machen? Nein, du kannst das erklären, du machst das ja gut. Ja, okay, alles klar. Ist doch Schlammbad, ne? Schlammbad soll doch gut für die Haut sein, habe ich gehört. Und was versuchst du da jetzt, das einfach irgendwie freizukriegen, ja? Ja, dass die Verstopfung sich schließt. Ja. Nun gut, wir versuchen mal unser Bestes. Stell euch einfach mal auf Seite, ihr dürft mal zugucken, mal gucken, wie lange das dauert. Einen wunderschönen Sonntag. Hier ist ja immer noch Vlog angesagt. Und war das richtig gut? Hat es euch gefallen? Nein, also wir waren gestern dann tatsächlich, haben wir irgendwie nicht die Kurve gekriegt, den Vlog fertig zu machen, weil wir tatsächlich dann mal seit ewigen Zeiten dann bei Bekannten waren und war ein schöner Abend. Wir waren auch länger irgendwie unterwegs, als wir es gedacht hätten. Es waren 2 Stunden ursprünglich geplant, es wurden 6. Es wurden 6. Ist halt so. Hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht, definitiv. Wir haben aber festgestellt, also ich habe festgestellt im Vlog, also als wir den geschnitten haben, es fehlen unfassbar viele Teile im Vlog. Ja, es ist gerade mega ärgerlich. Liegt es an der Speicherkarte. Wir haben noch mittlerweile rausgefunden, dass der Bildschirm eine Macke hat, mit dem wir mittlerweile aufnehmen. Vielleicht ist der das Problem. Mal gucken, wir wissen es nicht. Ja. Wir werden aber im nächsten Vlog schon mal die Speicherkarte tauschen und wenn es dann wieder läuft, dann ist es definitiv die Speicherkarte. Genau, die gehen gerne mal kaputt, witzigerweise. Ja. Gerade die GoPros haben das irgendwie, dass die Speicherkarten irgendwie recht schnell... Das sind die Mikros-SD, aber wir nutzen die aber auch intensiv. Ja, gut, das ist klar. Also es tut uns wirklich leid, dass die Technik so ein bisschen krude war in diesem Vlog, aber wir kriegen das bis zum nächsten wieder hin. Die Abflussreinigungsaktion war jetzt eigentlich... 80%, ja, 90% erfolgreich. Ich glaube, also war schon, glaube ich, gut. Jetzt muss man natürlich gucken, wenn es das nächste Mal mal heftig regnet, wie es dann so läuft. Aber nur hier oben, da haben wir tatsächlich eine Verstopfung drin. Da muss ich mir jetzt so irgendwas kaufen, damit ich das rauskriege. Die ist auch nicht gerade am Anfang. Ja, müssen wir mal gucken. Aber die liegt auf 6 Meter Tiefe. Also das ist nicht gerade ohne. Ja. Sie ist leicht offen, aber auch nicht wirklich. Also das ist nicht so cool. Also muss ich mal gucken. Da stimmt der vorige Typ mal irgendwie eine Serviette oder sowas reingestellt. Ja, es ist, es ist halt einfach super lange nicht gepflegt worden. Ne? Ja. Also ich bin zwar auch absolut kein Fan davon. Daniel macht das ja immer netterweise, aber man muss halt wirklich gucken, dass das Laub aus den Abflüssen halt rauskommt, ne? Dass es sich da nicht drin sammelt, weil das verstopft halt mit der Zeit. Ne? Ja, unten am Tor war ja unfassbar war viel drin. Ne? Da viel. Hat natürlich richtig Dreck viel gesammelt. Mhm. Naja, und dann dachten wir gleichzeitig auch noch, spülen wir das Nebengebäude mal durch, da sind die Abflüsse ja auch zurzeit offen, also das war ziemlich gut. War auch ziemlich eklig, aber... Ja, es ist sehr, sehr angenehm. Hat sich gelohnt. Nicht natürlich, natürlich nicht. Es hat gestunken wie die Pest. Wie die Pest. Aber jetzt ist es sauber und ich glaube, wenn man das einmal im Jahr macht, was im Endeffekt gerade mal 2 Stunden Zeit wegnimmt, da kriegt man nie Probleme mit den Abflüssen und die sind immer sauber. Genau. Aber gut, dass die hier Probleme gemacht haben, wussten wir eh schon. Ja. Die sind auch auf der anderen Seite des Hauses, also darüber. Die sind ganz, ganz schlimm gebaut. Ja, hier ist alles nicht so 100%. Aber hey, was soll's. Wir leben damit, wir kommen klar, wir werden es Stück für Stück irgendwie Ich denke mal, wenn wir irgendwann mal den Innenhof aufreißen und dort alles neu machen und hinten rum das aufreißen ums Haus herum, dann werden da die Abflüsse neu gelegt, aber bis dorthin sollten sie trotzdem einigermaßen funktionieren. Ja, weil das wäre halt nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ja. Gut. Aber... Genau, richtig. Ja, dann ist mir aufgefallen, dass die Baustelle gar nicht drin war, weil wirklich am Anfang 5-6 Minuten vom Vlog komplett gefehlt haben.
Das heißt, jetzt kriegt er noch hier eine Einblende, ne? So wie die Baustelle dann so lief. Ja, so viel dazu. War wirklich eine blöde Arbeit. Aber gut, ja. Es muss gemacht werden. Ich denke mal, ich noch ein, zwei Wochen dran arbeite, dann habe ich den Raum tatsächlich komplett sauber. Und dann kann es mal weitergehen an andere Arbeiten, die mir nicht so viel Spaß machen. Aber ist egal. Ich habe jetzt nur das Ziel vor Augen, dass tatsächlich die Decke da reinkommt, damit wir die ganzen Kisten unten rauskriegen, dass wir da wieder einen Raum wieder freikriegen, weil man geht da wie an einer Messibude vorbei. Ein Raum voller Kisten und Ablage, und das finde ich ganz schlimm. Cool. Ja, genau. Das nervt uns langsam. Aber hey, es geht ja Stück für Stück voran. Das ist immer das Wichtigste. Genau. Und für den Rest müssen wir uns nicht komplett verrückt machen. Ja. Also, es steht doch jetzt fest, nächste Woche geht dann der Gaming-Kanal online. Und wir haben immer noch keine Kommentare beantwortet. Wir wollen das unbedingt machen, ne? Aber es werden irgendwie immer mehr und immer mehr. Wir werden uns einfach versuchen, in der nächsten Woche immer wieder so ein bisschen dran zu geben. Seid auch nicht böse, wenn vielleicht manche Kommentare nur ein Herzchen bekommen oder so. Es ist einfach viel zu viel. Es ist einfach momentan ein bisschen zu viel. Und dadurch, dass wir es auch nicht wirklich beantworten, kommen immer mehr dazu. Was cool ist, wirklich cool. Ich lese hört jetzt nicht wieder auf, Kommentare zu schreiben. Ne? Das ist wirklich cool. Ich finde das mega cool, aber wir arbeiten dran. Wir werden stetig besser, ne? Sagt man ja so. Ja. Stets aber bemüht. Habe ich, glaube ich, in diesem Vlog schon mal gesagt. Aber die Woche ist immer so voll mit allem. Ja, ist schon irre. Boah. Immer noch eine Zwei-Mann-Show, beziehungsweise ein Mann, eine Frau. Genau, ja. Richtig. Und zwei Duffis. Und zwei Duffis, die können leider noch keine Kommentare beantworten. Das haben wir ihnen noch nicht beibringen können. Nein, die helfen aber das wäre mal was, wenn Happy und Hobbys die Kommentare beantworten. Also wenn nur noch Fötchen dort stehen, dann wisst ihr Bescheid, dann haben die Hunde übernommen. Genau, dann müsst ihr hündisch lernen. Ne? Ist ja klar. Ja, für den Rest, ich bin unfassbar müde die letzten Tage. Ich arbeite zwar gut, aber ich mache jeden Tag fast ein Napping. Und noch nicht nur eine halbe Stunde, sondern eher eine Stunde. Und abends komme ich dann nicht ins Bett. Dann sind wir wach bis 1:30. Morgens geht es dann wieder los um 7. Ich weiß nicht. Zurzeit ist es irgendwie der Wurm denn. Ich glaube, das ist so warm, kalt. Ja, ich glaube, das wird sich alles wieder einpendeln. Man muss das auch nicht immer alles so. Ja, und wir haben uns überlegt, wir werden noch einen Teil der Fragen, die ihr so stellt oder sagt, einfach in den Vlog mit reinnehmen. Und sie dann immer hier kommentieren. Einen Teil davon kommentieren. Ich glaube, das ist eine schöne. Ja. Schöne Sache, dann das geht doch ein bisschen besser. Ja. Und wir haben ein bisschen mehr Inhalt, so kriegen auch andere Leute dann vielleicht mit, die nicht alle Kommentare lesen, was wir da drüber denken oder so. Das macht es noch ein bisschen schöner so. Denke ich auch. Und gefüllter und keine Ahnung was, gefüllte Eier. Oh, das wäre was für heute. Und ich fand das mega geil, dass so viele das gefeiert haben, dass ich Eier mit Maggi esse. Ja, das war irgendwie witzig. Das hat best ever. Das hat euch direkt irgendwie. Das war ja einfach nur so nebenbei, ne? Total random hat Daniel einfach das Ei gegessen. Das hat aber so viele Leute irgendwie dazu motiviert, einen Kommentar zu schreiben. Das war sehr lustig. Ja, fand ich cool. Auf jeden Fall spaltet das mal wieder die Nation, ob jetzt ein Team Ei mit Maggi oder halt nicht. Ne? Oder halt nicht. Ja. Also ich bin Maggi, ich bin mit Mayo, ich bin mit allem. Ich ja nicht. Alles fein. Ich nicht. Ja, außer Ei. Also Eibrötchen mit Remoulade oder so finde ich geil, aber das ist auch das höchste der Gefühle. Ein Brötchen. Nicht nur ein Ei. Aber ist ja egal. So, für den Rest, Gaming-Kanal, wie gesagt, kommt normal was nächste Woche. Wenn jetzt alles gut läuft, ist tatsächlich geplant. Ich werde noch ein paar Sachen aus dem 3D-Drucker drucken von Minecraft, die ich gerne in den Hintergrund stelle. Aber mal gucken, ob ich das auch noch schaffe, weil die müssen auch noch dann angemalt werden und cool, damit sie schön aussehen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Das wird gar nicht klappen. Aber egal, ich werde mal versuchen, sie zu drucken. Sie müssen ja nicht rein im ersten Video dabei sein. Richtig. Und dann ist das cool. Ja, definitiv. Ja. Dann bleibt uns jetzt nur noch euch einen wunderschönen Sonntag zu wünschen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal doch sehr gerne. Gebt dem Video ein Däumchen nach oben. Und wenn alles gut läuft, haben wir nächste Woche einen kompletten Vlog und kein Gestück. Richtig. Und wenn ihr euren Kommentar dann jetzt im nächsten Vlog mal lesen und hören wollt, müsst ihr natürlich einen Kommentar schreiben. Ja, also, sonst geht das nicht. Schreibt einen Kommentar. So. Bis dann. Tschüss. Tschüss.